So, nachdem wir letzte Folge recht viel Zeit damit verbracht haben, einen Raum dunkel zu bekommen, ich glaube, das war der hier, suchen wir jetzt mal weiter nach der Stelle, wo wir das Vergrößerungsglas benutzen müssen. Ich guck mal kurz auf meinen College-Block. Wir waren ganz runter zu den Dämonen gegangen, das war Level 12. Dann ist mir eingefallen, dass wir ja eigentlich nicht hinter den Dämonen waren, also sind wir wieder zurück eine Etage höher. Das heißt, wir sind jetzt auf Ebene 11. Das muss ich so im Hinterkopf behalten, damit ich später einen Überblick habe, welche Etagen wir schon abgesucht haben nach diesem blauen Dings, wo die Lupe ran muss und wo nicht. Also hier sind wir auch schon mal eine Weile rumgegeistert. Hier war der große Raum mit den ganzen Monstern drin. Nee, hier war der Raum mit den Fallgruben, die so aktiviert werden. Da sind sie jetzt. So, klick. Auf der anderen Seite, was war hier? Noch ein kleiner Raum. Und hier war der Ritter in der Mitte, ne? Ja, hier hatten wir auch schon geguckt. Also. Wo geht's zurück? Hier geht's zurück. Hier geht's noch einen höher. Na gut, ich glaube, wir hatten hier schon recht viel abgegrast. Also gehen wir jetzt noch einen höher und sind jetzt auf Ebene 10, richtig? Richtig. So, hier führt schon mal eine Plasmaspur lang. Das heißt, da will ich nicht lang, denn ich will dahin gehen, wo wir auf dem Weg von der Rumpelkammer nach unten nicht lang gegangen sind. Denn auf unserem Weg nach unten sind wir nicht an dem Gegenstand vorbeigekommen, wo man die Lupe benutzen muss. Also muss es irgendwo anders sein. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal hier links an der Wand lang und gucke, wo wir rauskommen. Und ich höre irgendein schleimiges Gegner und ein Dunk-Dunk. Das heißt eigentlich, dass ein Gegner ziemlich nah dran ist. Ah, du. Bei denen kann man ja richtig schön Kriegerlevel trainieren. Die wären nur noch besser, wenn sie Essen dabei hätten. Aber gut, man kann nicht alles haben. Und es ist schon eklig genug, dass wir Pilzstücken, Würmerstücken und irgendwelches Essen von toten Mönchen auffuttern. Da müssen wir nicht noch komische blaue Schlümpfe essen. So, was haben wir hier? Wir sind jetzt... Ah, das Ding schon wieder. Wir sind jetzt in dem Bereich, wo wir den zweiten Schlüssel benutzt haben. Diesen zweiten Kreuzschlüssel. Zuck. Zuck. So. Das heißt, wir müssten gleich zu der Auswahlmöglichkeit kommen zwischen... Oh, eine Münze. Na gut. Und ich höre jede Menge Schritte. Also müssten hier irgendwo noch so eine Blaulinge sein. Und ihr respawnt. Das ist ja sehr praktisch. Kommt mal her. Wir brauchen ganz viele Kriegerlevel. Ihr könnt uns auch ruhig hauen. Dann kriegen wir noch mehr Kriegerlevel. Beziehungsweise Kriegererfahrungspunkte. Ja, ihr könnt auch ruhig die Magier hauen. Die können auch ein paar Kriegerlevel gebrauchen. Chup, chup. Also ja, eigentlich verschwende ich momentan nur Zeit. Aber wo die gerade so rumstehen, kann man die auch umhauen. Chup, chup. Chup, chup. Ja, echt schade, dass es hier noch keine Händler gibt. Händler gibt es ja erst im zweiten Teil. Sonst könnte man die ganzen Keulen aufsammeln und dann verticken. Chup, chup. Ich hätte ganz gerne einen Gegenstand, mit dem man schneller angreifen kann. Das könnte auch von Geschicklichkeit abhängen, wie schnell man angreift. Und theoretisch könnten wir ja unendlich viel Geschicklichkeit machen durch die Tränke, aber das mag ich nicht. Und sonst Geschicklichkeit trainieren könnten wir mit Ninja-Leveln, aber das hatten wir schon mal probiert. Da hatten wir eine Folge lang Gegenstände durch die Gegend geschmissen. Und das gab gar nichts an Erfahrungspunkten. So, wo geht's weiter? Ich will zu den anderen Türen. Genau, hier war die mittlere Tür, die wir normalerweise genommen haben. Bei unserem zweiten Trip haben wir die genommen. Und wie wir die Tür hier öffnen, habe ich keine Ahnung. Aber gut, jetzt gehen wir mal zurück. Denn ich denke nicht, dass der Gegenstand, den wir suchen, in der mittleren Tür ist. Dann hätten wir von vornherein die richtige Tür wählen müssen.
um den Gegenstand benutzen zu können. Also die Lupe. Das heißt, ich schaue mich hier nochmal ein bisschen genauer um. Wir sollten immer schön Kompass in der Hand haben, nur für den Fall, dass irgendwo mal ein Dreher ist. Halbes Auge auf dem Kompass, andere Hälfte auf dem Tastenfeld und andere Hälfte, die nicht mehr da ist, auf dem Weg vor uns, damit ich gegen keine Wände laufe. Und da beide noch nachdenken, wo ich lang laufe. Oh. Oh, jetzt sind wir bei dem Dreh dich in der richtigen Richtung Rätsel. Gucke ich mal kurz auf meinen Blog, bei welcher Etage ich den eingetragen habe. Ich habe den eingetragen bei Etage 11. Urrätsel. Dann kam Plasma, drei Türen, Mitte runter. Oh, dann sind wir gar nicht auf Ebene 10, sondern auf Ebene 11. Na oh, gut. Also Ebene 13 war nichts. Da waren die Dämonen, da sind wir nicht hin. Ebene 12 sind wir durch. Ebene 11 sind wir jetzt. Und da haben wir nur den Bereich abgecheckt, wo die Bläulinge waren. Und das kleine Stückchen dahinter, das war ja echt nicht viel. Und das war es jetzt auch schon. Was wir hier auf dieser Etage noch nicht gecheckt haben, war der mittlere Weg. Aber den hatten wir ja ausführlich auf unserem allerersten Trip runter zu den Dämonen überprüft. Und rückwärts, als wir von den Dämonen wieder nach oben gegangen sind, wird ja auch da durchgegangen, zwangsweise. Also da wird das Teil nicht sein. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal Ebene 10 an. Was sagt mein Blog zu Ebene 10? Das sagt Plasma, Zoom und Schlangenrätsel. Okay. Da müssen wir lang, also gehen wir erstmal hier rum. Okay. Scheint wohl mehrere Wege dahin zu geben. Also hier ist die Spur, aber wenn man der Spur nicht folgt, kommt man auch da raus, wo die Spur hinführt. Das ist ja auch sehr cool. Da kommen wir her. Tum, 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 tum. Und hier wird dann die Abkürzung quasi. Jetzt. Ich habe gerade einen Feuerball gehört. Oder einen Blitzschlag. Bereiten wir mal unsere eigenen vor. So, so, so. Da ist eine Spur aus. Okay, wer steht links? Gosmog. Erstmal Heiltrank. Ich will nicht gleich wieder ein One-Hit-Wonder werden. Oh, und das Essen ist schon rot. Das ist übel. Trank. Trank. Trank und Trank. Alle fit? Wir waren alle fit. Einfrieren. Wer steht rechts? Navi steht rechts. Okay, ich sollte bei diesem Level dazu schreiben, dass hier die Augen sind. Ist hier irgendwo ein sicherer Platz? Gucken wir kurz hier rein. So, nochmal Tränke trinken. Nur verwundet rumlaufen ist nicht so cool. So. ONE. ONE. Die beiden mal tauschen. Klick. Jetzt die Frage, wann die Re. Warum ist da eine Tür zu? Ach, die Tür habe ich zugemacht, weil hier waren zwei Türen nebeneinander. Und ich habe die zugemacht, dass wir nicht aus Versehen wieder zurücklaufen. Ja. Einen hältst du noch aus, hm? Kannst du ein Feuerschild? Nee. Aber du kannst ein Feuerschild. ONE. Wusch. Das war's jetzt auch mit Mana bei ihm. Er hat noch NE. Die respawnen auch in der Sackgasse. Ja.
Na gut. Hallo? Erstmal die ganzen Verwundeten wieder verpflegen. Hallo? Dann darf Gosmog ein paar starke Heiltränke machen und dann pennen wir erstmal. Denn ohne Mana wird das hier nichts. So. Ja, ist alles Training. Das muss man sich immer wieder einreden. Solange keiner stirbt, ist alles gut. Apropos sterben, wir sollten gar nicht schlafen wegen dem Essen. Scheiße. Das war nicht so günstig. Wer hat jetzt seine Waffen? Oh, er ist auch schon fast tot. Ich weiß echt nicht mehr, was passiert, wenn die verhungern. Also ich hoffe mal, es ist einfach kontinuierlich ganz wenig Schaden oder sie können nicht regenerieren oder so, weil sonst haben wir echt die Arschkarte. Folgen wir mal der Plasmaspur nach ganz oben zurück zu unserer Rumpelkammer. Mit etwas Glück ist da noch Essen drin. Ha, Zaubererlevel, sehr schön. Also mit etwas Glück ist da noch was zu essen drin. Wenn nicht, dann müssen wir das Tor finden. Ah, da ist der Schaden. Mist, 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 Mist. Wir müssen jetzt ganz schnell nach oben finden. Also ja, wenn da nichts zu essen drin ist in der Rumpelkammer, dann müssen wir zu dem einen Eisentor. War da gerade ein Tor? Nee. Aber bei dem Eisentor hatte ich nach dem Neuladen, weil wir einmal gestorben sind, die Kiste einfach liegen lassen. Und da war... Und da war das Drachensteak drin. So, wir sind jetzt hinter dem Schlangenrätsel. Das heißt, sind wir jetzt auf Ebene 9. Da kommt rückwärts Feuerballpfeile, Kiste runter, ein Dreher, Illusionswand. Boah, das wird wieder. Und das Ganze, während wir durchgehend Schaden bekommen. Also, hier war es leichter als eine Feder. Gleich müsste irgendwo das Feuerballrätsel kommen. Was soll das Plasma-Dingens da, wenn es da nicht lang geht? Achso, hier geht's lang. Da geht's lang. Ja, ich bedanke mich bei dem Girogon aus der Vergangenheit dafür, dass er das Teil hier gelegt hat. Oh, und wir sind ein bisschen langsamer als sonst. Oh, er ist rot überladen, weil er kein Essen hat. Ja. Und kein Stamina. Stamina können wir kurz aushelfen. So. Set. Schwupp, und schon ist er nicht mehr total überladen. Dafür ist der nächste hungrig. Hier war das Kiste runter Dingens. Wo ist meine Plasmaspur? Da kommt sie her. Wo führt sie hin? Da nicht. Hier führt sie lang. Gib mir Gegner, die was zu essen bringen. Ich esse Ratten, Würmer, Pilze. Da, da, da. Da ist schon was zu trinken. Das wird zwar nicht unbedingt sofort helfen, aber damit wir es später nicht vergessen, mache ich das jetzt mal. Trinken. 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 So. Und weiter im Text. Tock, tock. Der nächste schon wieder irgendwo im roten Bereich. Stamina. Hallo? Er ist überladen. Du nicht, du nicht, du bald. So. Liebe Plasmaspur, wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. Da lang, da lang, da lang. Da lang. Ah, ich habe mich irgendwo einmal gedreht. Also da lang, da lang, da lang. Darum. Darum. Ah, hier war der Dreher. Gut. Also wir gucken nach Osten, wir gucken nach Westen. Jetzt gucken wir wieder nach Osten. Das hätte ich auch irgendwie markieren sollen. Oh, und hier ist die Illusionswand. Soweit, so gut. Dann müssten wir gleich die Treppe nach oben haben. Jetzt sind wir auf Ebene 8. Das ist der große Raum. Da ist das Schädeldingens.
Da geht's runter. Hier ist der große Raum. Und hier haben wir auch eine Spur bis zu... Oh, sind wir lahmarschig. So, jetzt sind wir bei dem Feuerstab. Und wir sind schon wieder am Abröcheln. Du, trink. Du... Trink. Und hoch da. So, jetzt bitte, bitte lass irgendwo was zu essen drin sein. Leer. 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 Leer, wir haben ein Problem. Wir haben ein echtes Problem. Können wir irgendwas davon essen? Nein. Da ist ein Auge, das können wir auch nicht essen, das können wir umbringen. Aus Frust und so. Ich habe mir jetzt aber nicht aufgeschrieben, was hier oben noch war. Komm her. Also Feuerstab war auf Ebene 7. Wir sind jetzt in Ebene 6. Auf Ebene 5 sind irgendwo die Pilze. Das heißt, ich rase jetzt hier durch, ohne zu wissen, wo ich langlaufe. Und hinter mir schlagen die Feuerbälle ein. Und ich versuche jetzt einfach nur möglichst schnell den Weg nach oben zu finden und die Pilze. Und wir sind schon wieder langsam. Und hier respawnen irgendwo garantiert die Augen. Also ja, es ist doch ein wenig schwierig. Aber bisher halten wir uns ganz gut. Ich bin zwar schon wieder am Überziehen, aber das ist dann halt so. Zack, 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 zack. Da ist ein Auge, das ist egal. Laufen wir weg. Da ist ein Wupp-Wupp. Heiltrank. Noch jemand einen Heiltrank irgendwo? Das wäre echt toll. Da ist noch einer. So, keine Fußwunde mehr. Das hilft schon mal. Aber wir sind trotzdem noch langsam. Oh, und drei sind am Verhungern. Das ist ein Teleporter. Ich glaube, es war eine Abkürzung. Ah, was zu essen. Genial. So, jetzt verkriechen wir uns hier in die Ecke und beißen auf dem Ding rum wie sonst was. Zack. Hier war das... Aha, warum ist das zugegangen? Egal. Wo ein Stückchen Essen ist, sind auch mehr Stückchen Essen. Er ist verwundet, das können wir ganz kurz mal heilen. Noch jemand verwundet? Oh ja. Weil ich will möglichst... Oh, das war knapp. Na komm her, komm schnell her, du musst schnell sterben. Ich will nicht reinstrafen in deinen komischen Feuerballblitzdingens. So. Hier waren jetzt die ganzen Rätsel und der Test mit den Wurfwaffen. Aber in die Richtung geht es, glaube ich, hoch. Und irgendwo war hier auch eine Abkürzung zu dem Raum mit den vier Nischen, wo man vier Gegenstände reinpacken musste. Komm schon. Was war da? Ah, ich bin im Kreis gelaufen. Hier sind wir wieder bei der Treppe nach unten. Kurz hier einparken und du darfst mal wieder Stamina-Tränke machen. Für unsere Jungs hier. Dich auch. Und der Rest kommt klar und ist nicht überladen. Er ist überladen. Dann mach mal einen Trank für dich selbst. So. Jetzt bitte, bitte weiterflitzen bis zum Pilzraum. Da war der komische... Die komische Tür. Ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Schnell töten. Du solltest dein Schwert wieder in die Hand nehmen. Mit etwas Glück ist da irgendwas zu essen drin. Wusch. Noch ein Knopf, ein komisches Schwert. Super. Hm,
Okay, Zeit verschwendet. Ah, die haben schon wieder keine Stamina mehr. Es wird immer schlimmer. Ich denke mal, es wird immer schlimmer werden, bis sie irgendwann sterben. Komm, euch brennen wir weg. Viele Skelette. Also ja, sobald wir was zu essen gefunden haben, können wir uns hier richtig schön austoben, was Kriegerlevel angeht. Und ich laufe hier echt nur im Kreis, kann das sein? Hier ist schon wieder die komische Nische. Also wir gehen nach Westen, wir gehen nach... Na, wie kriegt er einen Ninja-Level? Was zur Hölle? Ha, jetzt sollten wir sie ein bisschen länger verhungern lassen. Das scheint gutes Training zu sein. So, also links an der Wand lang. Chup, 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 chup. So, Sackgasse. Weiter links an der Wand lang. Dann kann ich mich erinnern, diese parallel laufenden Räume. Hier ist eine Sackgasse, hier waren Augen drin. So, mehr Stamina-Tränke, bitteschön. Gleich haben wir keinen Mana mehr. So, du auch noch einen Trank. Dann ist aber gut, okay? So, also weiter links an der Wand lang. Wir laufen nach Norden, 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 Norden. Bisher kein Dreher. Norden, Norden, Norden. Komischer Knopf. Westen, Westen. Norden, Norden, Norden. Das ist Teleporter. Diesmal gehen wir da nicht rein. Süden, Osten, 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 Osten. Ah, Treppe nach oben. Sehr schön. Drehen will ich mich. Boah, wir sind jetzt überall rot bestimmt, deswegen sind wir so tierisch langsam. So, und wo ist hier jetzt der Pilzraum? Quietscht doch bitte mal, damit ich euch finde. Wir werden so über die herfallen. Sackgasse, okay. Sackgassen sind gut, das heißt, es gibt nur ein paar Wege, wo wir lang gehen können. Zup, zup, zup. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. No. No. Die Anzeige habe ich vorher auch noch nicht gesehen, mit diesem blauen Schaden. Das ist denn der Stamina-Schaden, ne? Sackgasse, Sackgasse. Tonk. War dann Dreher? Anscheinend. Norden, Norden, Norden. Wir wollen nicht nach Westen, wir wollen nach Osten. Ah, das kann doch nicht sein. Feuerschild. Nein, da war ein Dreher, der ist hinter uns. Ja, so viel dazu. Fighter Level, sehr schön. Na gut, ich spreng uns jetzt in die Luft und in der nächsten Folge lade ich den letzten Speicherstand. Bis gleich.